Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge LS19 auf der Autofeld, unserem John Deere Projekt. So, wir starten. Eingeschaltet oder ausgeschaltet? Anschalten. So, gut starten. Spannend rum. So. Zack, bumm, klapp. Sammeln hier erstmal alles ein. So, das schaffen wir alles in die BKA. Und dann geht's mit dem Blick. Hatschi, Laschi. Hatschi. Hilfe dazu. Gut. Sorgen. Um was mitzukommen? Auch nicht. Auch jeden einzelnen Ball. Machst du mal gerade mein kohlensäurehaltiges Getränk bemerkbar? Aber egal. So, das schaffen wir jetzt der BGA und den Rest dann mal eventuell einlagern noch mit. Da werden wir es mal machen. Aber was wir auch schon mal machen könnten, dann den Kuhstall platzieren. Wollte ich vorhin schon platzieren, aber da ist mir ein kleines Missgeschick passiert. Hat das Spiel gehangen, ich habe damit geklickt und dann stand man mitten auf Feld 1. Das war dann nicht ganz so praktisch. Mit dem Unterarm. Blöde wahrscheinlich. Und dann würde ich noch ein Skript mit draufnehmen von Kevin, dem Spinator. Der hat ja die Tage jetzt, über Montag war es, wenn die Folge seht, ist Donnerstag, hat er ein Skript für Rapsstroh rausgeschossen. Das würde ich mir dann holen, da könnte ich nämlich auch mehr teilweise Raps mit einbauen. Würde Stroh generieren und habe wohl ein gutes Produkt, was ich gut verkaufen kann. So muss ich das jetzt einfach mal so sagen. So, Dilly. Ich muss dann bloß gucken, wie ich jetzt den Zwicker verschieben kann. Weil so wie man hier seitlich ranfahren, abladen ging am besten. Und beim letzten Mal hatte ich halt den Zwicker nicht eingeschoben. Das könnten wir ja jetzt tun. Hier unten ist das Sägewerk. Schick, schick, schick. Dann gehen wir mal langsamer fahren. Ja, bis zum Gedeiht könnte man noch höher wachsen. Jetzt sind nur die ausgewachsenen Dinger. Und so, die haben jetzt die halbe Wachstumsstufe, denke ich mal, reicht die Hälfte. Bäume sind, müssen wir nicht für die Anzeige, die das Feld treffen will. So. Altpunkt und Altkomma, gut. Altkomma, ja, das sieht gut aus. Zack. Läufst du rein? Aber gemacht.
jetzt so die letzten Ballen sammeln. Dann müssten wir spritzen, so Beetfelder. Mit Dünger. Dann fahren wir vielleicht mal hoch und sammeln den letzten Spaß ein. Vorher machen wir nichts. Ich werde den Kuhstall schon mal platzieren und irgendwelche anderen Sachen. Ich muss mal die Felder leer räumen, können wir was wollen. Das Gebäude in den Keller muss man den Wörschmann gucken, wie es aussieht, was wo oft geht. Gucken, ob ich eine Übersicht da so auswählen kann. Wo sich da eventuell was tut. Und was hier eigentlich eine geile Idee wäre, wenn ich hier mir so mit reinnehme, die Fischzucht. Ich habe hier oben bei den Logistik-Dingsbums hätte ich ja da so die Baufläche. Ach, ich habe bloß noch genug zu tun, hier ein Mikro-Dingsbum rein, ein Mischschnitt. Ob ich dafür Zeit habe. Und wenn so die Tiere dann anfangs dazu kommt, die systematisch hier die Produktion, die ich mir zulegen möchte, hängt es wieder mal, warum auch immer. So, Rechner, du machst mir langsam echt Sorgen, Nöte, Probleme. Manchmal muss ich wieder mal clean, eventuell noch komplett neu aufsetzen. Dafür habe ich jetzt keine Mühe, keine Zeit, keine Lust. Ich bräuchte dafür einen neuen Windows-Code. Ich bin das, sag ich mal so. Weil da ich mich ja bei Sporn mal, die mir damals Windows-Code, den ich mir geholt hat, das war so ein. Die haben mir bei Microsoft gesagt, wo ich da anrufen habe, dass mein Windows-Code mir geht, einen Bitter-Code. Wir haben ein Programm für Windows entwickelt und das noch kurz das Windows zum Testen braucht, gibt es so den All-Entwickler-Codes, die für einmaligen Gebrauch sind. Also immer Windows registrieren und dann kannst du den Code irgendwie in die Tonne treten. Dann ist noch nichts mehr wert. So ein Code ist ja so ein Einmal-Code irgendwie so. Wenn ich die Karten mache, nicht mal 20 Euro gekostet damals der Code. Aber haben wir Schnäppchen gemacht, aber wenn du jetzt mal einen Code kaufen darfst, wenn du es wirklich neu aufsetzen willst, dann wirklich, dass so sparsam ist, kann ich nur für 120 oder 130, was das kostet, holen, kann ich ihn endlich mal verwenden. Ich glaube, da habe ich etwas mehr von. So, haben wir schon mal gut eingelagert hier. Jetzt geht's an Spritzen. Losreiten zur Düngerspritze. Den Schlepper muss man ja auch mal rumschlagen. Da stelle ich drauf hin. So, den Roma hier stellen.
Dann brauchen wir jetzt nicht. Bin da. Ja, reicht dazu. Attacke. Bitte einmal die weiße Abteilung nehmen. Ist doch immer drin bei weißen Tanks. In roten Tanks ist da vielleicht noch ein schattiges Gift drin. Habe ich für mich so gemacht, damit ich das selber unterscheiden kann. Normal sind die Köpfe allgemein weiß. So, gucken wir mal. Dino, Spritzen, Zeugs. Pflanzenschutz hier. Normal sind die so weißlich. Ich hab sie halt so gepimpt hier. So halt, gepimpt, dass ich Farbball hab. So, voll bist du. Auf geht's. Da mach ich am Anfang mit Feld Nummer 2, ist das glaube ich, ne, 3. Und los geht's um Attacke. Let's go. Erstmal soweit fertig, wenn ich das mit Dünger versehen habe. Und dann haben wir schon mal ein großes Stück für die Feldarbeit abgeschlossen. Und in der Zwischenzeit, wo dann hier wächst und gedeiht. Kann ich das oben das Siedler noch machen? Überlegen, ob ich das Mikromanagement der Fisch mit reinnehme. Ja, nein, vielleicht. Na gut, ich kann sie über PC überwachen, da sehe ich, wie weit was ist. Dann mal hoch, hops, wenn es aber soweit ist. Die Variante hätte ich noch, ich muss eine permanent daneben stehen. Weil was ich so in den Vorstellungsvideos gesehen habe bei der Fischzucht, braucht das ja alles seit Zeit.
Und muss noch die Kohle geben dafür. Aber auch schon machen wir das hier schaffen, ich den Felsen und alles. Egal. Das klappt mir den Spaß zusammen, denn zum nächsten, zum großen Feld. Aber ich glaube, das wird dann heute nicht mehr kurz vor dem passieren. Und wir müssen mit anfangen. Eigentlich nur, weil ich nicht selber an einem Bild hängen bleibe. Ich muss dringend hier vorne das Zelt befreien. Das mache ich dann als nächstes, bevor ich hier irgendwie was mache, hier einfach nur oben BGA schützen. Als erstes mal hier unten das Zelt da wegräumen. So. Und los geht's. Hier mit dem Bildschirm des Vorgewendes. Schon mal die Stromseite ist wirklich fertig. Und das war Seite 1. Aber ich sehe gerade auf dem Tacho, wir sind schon ziemlich fortgeschritten in der Folge. Komme ich jetzt erstmal zum Ende für die Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Däumchen da. Ich bin raus. Ciao, ciao. Zack. Ja, so.